Die Wikingerzeit begann relativ unauffällig. Die Menschen trieben Handel, fuhren an der Küste entlang, erschlossen neue Routen und fuhren in neue Gewässer. Die Skandinavier trieben schon vor der Wikingerzeit Handel mit den Angelsachsen und anderen Kulturen. Das berühmte Schiffsgrab von Sutton Hoo in East Anglia ist ein klarer Beweis dafür. Es sieht den Gräbern aus Schweden sehr ähnlich. Es muss also Verbindungen zwischen diesen Königen und der oberen Aristokratie gegeben haben. Vermutlich durch Eheschließungen. Das außergewöhnliche angelsächsische Langschiff, das im Sommer 1939 in Sutton Hoo entdeckt wurde, gibt Aufschluss darüber, welche Ruderschiffe in der Vorwikingerzeit zwischen Britannien und Skandinavien unterwegs waren. Beide Kulturen perfektionierten die Kunst des Schiffbaus. Das Schiff von Sutton Hoo ist offensichtlich kein Segel, sondern ein Ruderschiff. Im Grunde haben wir es hier mit einem Seeschiff zu tun, auch wenn es nur ein Ruderboot ist. Das Schiff von Sutton Hoo verbindet die Schiffbautradition der angelsächsischen Gebiete, die nur wenige Jahrhunderte zuvor von den Skandinaviern und den Menschen aus Norddeutschland besiedelt worden waren. Der Bau von Booten und Schiffen zieht sich durch die Geschichte Norwegens. Sie geht mehr als 1000 Jahre zurück. Und auch heute noch werden manche Schiffe so gebaut. Es handelt sich um die sogenannte Klinkerbauweise. Die Planken werden überlappend angebracht und mit Hilfe von Metallnägeln miteinander verbunden. Anschließend werden die Zwischenräume geteert und dadurch abgedichtet. Der Kiel wird stets zuerst gefertigt und dann beginnt man, das Schiff von unten nach oben zu beplanken. Dann arbeitet man sich Stück für Stück bis zur Wasserlinie vor. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, werden die Spanten eingebaut. So funktioniert die traditionelle Schiffsbaukunst der Skandinavier. Erst beplanken, dann spanten. Die leichten Ruderboote sind relativ unsicher und bieten nur wenig Stauraum. Doch im 8. Jahrhundert fügen die Wikinger ein Segel hinzu. Diese bemerkenswerte Innovation wird schon bald alles verändern. Diese Idee war an sich nicht neu. Im Indischen Ozean und im Mittelmeer gab es schon seit Jahrtausenden Segelschiffe. Aber in Skandinavien wurde das Segel bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwendet. Der Aufwand, um ein großes Schiff damit auszustatten, war immens. Die Herstellung eines solchen Segels kostete enorm viel. Und dann kamen noch die ganzen Taue dazu.